Die Feiertage stehen an und auf Deutschlands Straßen geht der Trubel wieder los. Der ADAC hat nun bekannt gegeben, wo es an diesen Tagen am meisten Stau geben wird. Nachdem am 21. Dezember die ersten Bundesländer in die Weihnachtsferien gestartet sind, wird der meiste Stau in den Nachmittagsstunden am 22. und 23. Dezember erwartet. Zu Heiligabend wird es auf den Fernstraßen ruhig, obwohl es Winterreisende und Last-Minute-Geschenkejäger auch an diesem Tag auf die Straßen treibt. Auch am 25. Dezember soll es auf den deutschen Autobahnen insgesamt ruhig bleiben. Doch am 26. Dezember kehren viele Weihnachtsurlauber wieder zurück, wodurch das Verkehrsaufkommen wieder stärker wird, jedoch nicht wie zu Beginn der Feiertage. Aufgrund der immer teurer werdenden Preise für Skiurlauber wird auch der Skiurlauberverkehr in diesem Jahr weniger werden. Zu den beliebtesten Staustrecken gehört die A1 durch Köln, Dortmund, Bremen und Hamburg. Gefolgt wird diese Autobahn von der stark befahrenen A2 durch Dortmund, Hannover, Braunschweig und Berlin.